Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Qualifikationstraining zum großen Preis von Italien. Ja, schön, dass ihr dabei seid zum letzten Qualifying auf europäischem Boden. Heute an diesem Samstagmittag oder Nachmittag, ja. Ist ja kurz nach 2 oder 14 Uhr. Ja, wir wollen heute im Qualifying das den Schwung mitnehmen, den wir auch gestern gehabt haben mit dem Training. Da wo wir dreimal Erster geworden sind. Wenn auch nur knapp, aber wir sind dreimal Erster geworden. Und jetzt kleine Teaser noch. Die freien Trainings sind Geschichte und jetzt geht's ins Qualifying hier im Autodromo di Monza beim italienischen Grand Prix. Die Teams werden sich jeden Augenblick auf die Strecke begeben. Also Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Genau so ist es. Wir müssen eine perfekte Runde hinbekommen und die wollen wir natürlich auch heute abliefern. So, einen Versuch setzen wir schon mal. Auf den Soft. Mal gucken, ob wir überhaupt eine Möglichkeit haben, mitzukommen. Oder ob die Konkurrenz uns wieder so ein bisschen voraus ist diesmal. Ich würde ja gerne ein perfektes Rennwochenende hinbekommen. Das haben wir noch nicht hinbekommen diese Saison. Heute Abend übrigens wieder Livestream aus der FOL. Um 19 Uhr geht's los. Oder kurz vorher mit dem Stream. Und dann wieder volles Qualifying 100%. Aus Hockenheim. Da wollen wir auf jeden Fall auch ein gutes Ergebnis fürs Team aus. Vielleicht beim Punkt, wenn im Moment diese magische 60 zu knacken. Und dann ist die Saison durch. Und dann muss man gucken, wo die Reise in der neuen Saison hinbekommt. Das wird in den nächsten Tagen verkündet, klar. Aber noch steht gar nichts fest. Das müssen wir noch ein bisschen besprechen. Ja, und am Sonntag geht es über den anderen Kanal nach, nämlich der Maximum Speed Formula One League. Meine alte Liga wieder zurückgekehrt nach dem letzten Rennen. Schweren Herzen ist mir da weniger, aber ich wollte zu meinen Wurzeln zurück. Da, wo ich in der Zunge aufgehört habe, da, wo es wieder jetzt hingeht in der Sonntagsliga, bleibt dabei 20 Uhr auf jeden Fall der Livestream. Aber nicht über meine Seite, sondern über den deren YouTube-Kanal, über den der Maximum Speed Formula One League. Müsst ihr mal gucken. Dass ihr den vielleicht findet. Müsst ihr jetzt 36 Abonnenten haben. So, Bottas hat das jetzt gerade so ein bisschen aufgehalten. Der wird wahrscheinlich jetzt auch eine... Ich glaube, der ist auf der schnellen Runde sogar. Im letzten Rennen in Belgien war Vettel für uns leider nicht zu schlagen, nicht zu bekommen. Das soll jetzt hier wieder anders werden. Jetzt haben wir Alexander Albon, der eine gute Zeit setzt. Und wir sind vorne. So, Verstappen. Knackt Albons Zeit. Und vor uns ist Lewis Hamilton. Ja, wir sind vorne, knapp. There's only one lap of fuel remaining. Ah, die Zeit wird nicht schön. Wir haben den Vorteil, dass wir jetzt deutlich Windschatten haben von Lewis Hamilton und den Toro Rosso davor.
So, mehr als zwei Versuche kriegen wir leider nicht hin. Die haben wir auf jeden Fall nicht gepackt, aber wir sind vorne zumindest mit dem ersten Schuss. Wir sind vorne mit dem ersten Schuss, aber knapp. Ja, letzten Sektor haben wir viel verloren, aber dann dafür die ersten beiden Sektoren. Ja, eigentlich ja im zweiten Sektor. Der zweite Sektor ist eigentlich momentan unser Triumph. Fastest lap is a 1 minute 22.6. Second in the speed trap, 345.1 kilometers per hour. Den ersten Schuss haben wir auf jeden Fall schon mal gesetzt. Der ist auf jeden Fall schon mal klar. Die zweite Runde, die ist egal. Aber wichtig ist, dass wir. Warte mal, jetzt gucken wir mal gerade auf die Zeit und Mack müssen. Der jetzt allerdings auch sein Auto in die Box stellt. Und das wird Vettel, glaube ich, auch machen. Der im ersten Versuch auf 6 steht. Und das war im Heimrennen. Also sein Team. Aber die werden alle jetzt ihre Runden abbrechen, damit sie dann in der Box nochmal frische Energie tanken können. Und dann geht's auf den zweiten Versuch. Eventuell werde ich sogar nächste Saison Williams verlassen, um ein anderes Auto zu nehmen. Eventuell, also ich schwanke immer noch zwischen dem McLaren und dem Renault. Oder vielleicht auch Toro Rosso. Also eine von den drei wird es auf jeden Fall werden. Einer von den drei wird es auf jeden Fall werden. Gucken, wo die Angebote, was halt, welches Team uns haben will halt, ne? Wir haben jetzt auch 8 Minuten für den ersten Versuch ist durch. Momentan sind wir die schnellsten. Nur wie lange noch? Wie lange noch? Da geht der Erste auf seinen zweiten Versuch. Das ist der Haas-Pilot Lance Stroll. Ja, Haas, Lance Stroll. Der ja den Tausch mit Magnussen gemacht hat. Das wird wahrscheinlich in der 19. durchaus interessant werden, wer so wohin tauscht. Eventuell kriegen wir sogar nach dem Rennen noch ein Zilli, noch mal ein bisschen durchwechseln. We will see. Es kann sehr viel passieren. Wir haben noch ein bisschen Luft gerade.
momentan der 14. Platzierte. Mal gucken, was der gleich für eine Zeit setzt, ob der sich da tatsächlich gleich was. Ne, 13. Also, momentan, also 14. platziert in der Fahrer WM und in der Temporadar. 13. momentan auf seiner Position. So. Wir müssen jetzt aber auch gleich auch mal unseren zweiten Versuch setzen. Die Frage ist, hat ein Top-Team, ist mittlerweile sonst ein Top-Team draußen? Mit den vier Autos draußen, Lando Norris, George Russell, Alexander Albon. Hier noch im Toro Rosso. So, dann gehen wir jetzt mal raus auf die Strecke. Wir wollen ja unseren zweiten Versuch noch setzen. Da muss aber ein bisschen was gehen mit der Zeit. Ich will hier die Pole haben. Wir haben vielleicht noch zwei Versuche. Einer muss jetzt passen. Einer muss jetzt passen. Nochmal Versuch haben wir nicht. Wir haben eine Minute Zeit noch etwa. Ich glaube, es wird schwingen. Ja, doch, einen Versuch haben wir noch eventuell danach. Aber ich will mit einem Versuch das Ding packen. Besser Sektor 1 erstmal. Das ist aber knapp. Und jetzt kommt nochmal ein ordentlicher Schuss, was die Zeit betrifft. Über eine halbe Sekunde wird jetzt, glaube ich, nochmal gut gehen. So, wir haben nochmal eine Zeit gesetzt. Ich will die Reifen ja schon. Die Zeit war wichtig. Mit dem Ende des Qualifyings yes! Blick auf unsere Top 3. Richter, Bottas und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, das war auf jeden Fall mal nochmal eine gute Ansage. Die zweite Zeit, die hat es am Ende dann nochmal rausgerissen, um uns wirklich auf die Pole zu setzen. Wobei ich glaube, sogar die erste hätte gereicht. Aber ist egal. Hauptsache, wir haben die zweite Zeit gut gemacht.
So, ja. Das nenne ich mal eine gute Zeit gesetzt. Yeah. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Jo, und das war das Qualifying. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder dann im Rennen. Und zwar morgen um 14 Uhr, wenn der Bock hat. Ansonsten heute Abend im Livestream, wie gesagt, die FOL Rennen mal 21, Hockenheimring. Und dann geht es in eine zweiwöchige Pause. Und dann geht es mit dem großen Preis aus Italien weiter. Aber ich glaube, da werde ich nicht da sein. Ich glaube, das ist das Wochenende, wo ich nicht da bin. Da bin ich bei meiner Freundin am Samstag. Da habe ich nämlich ein ganz, ganz wichtiges Vorstellungsgespräch an dem Dienstag danach. Ich glaube, dann werden wir erst im zweiten Rennen dabei sein. Ich glaube, Japan müsste das sein, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Naja, wie dem auch sei, ich verabschiede mich hier. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder morgen um 14 Uhr dann. Und spätestens 14 Uhr, wenn ihr Bock habt auf die Formel 1. Bis dahin und auf Wiedersehen.